Wir brauchen langsam mal irgendwie einen Promi, ne, der uns featured. Ja, schön das für die Zuschauer, ja, genau. Stimmt. Aber du hast doch gesagt, du kennst den Cousin von Vicente Lizarazu. Ja, da können wir ethermäßig Probleme kriegen, ja, nicht, dass sie uns danach das Stühle in die Luft jagen. Ja, hast recht, ist zu gefährlich, ja. Was mit Carsten Ramelow? Nee, trägt sie nicht. Das Gesicht vor der weißen Wand kannst du vergessen. Das können wir nicht anbieten, ne? Nee. Na, dann müssen wir überlegen. Wir brauchen irgendjemanden Charismatisches, ne? Ja, nicht so einen Dummen irgendwie, ne? Thomas Broich. Aber wo ist denn der mittlerweile? Der spielt in Brisbane und Australien. Das kriegen wir kostenmäßig bei der Produktion nicht durch. Da fliegst du hin. Das machen wir. Ja, herzlich willkommen bei Doppeldecks, heute live aus Australien. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast präsentieren zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Broich. Danke, Mike. Hallo. Hallo. Ja, ich muss zugeben, wir sind gestern Abend auf Tipp von Thomas in einer Bar etwas versackt, und zwar im Koala. Das heißt, wir haben vom Spieltag gar nicht so viel mitbekommen. Ole, was ist passiert an diesem dritten Bundesligaspieltag? Ja, moin moin aus Hamburg. Grüße von einem Herausgeber. Ich hoffe, du hattest einen guten Flug. Marc Schwarzer und Craig Moore haben dich vom Flughafen abgeholt. Tolle Geste, wie ich finde. Ja, dritter Spieltag. Was war los? Freitagabend war ich in Sinsheim. Tolles Stadion, tolle Atmosphäre. Das ganze Dorf war mal wieder da. Ganz sympathisch. Nee, Magaths Truppe. Schalke 04, Schalke 0 Punkte, muss man sagen. Saft- und kraftloser Auftritt der Magaths Truppe. Bei Huntelaar sieht man zwar ein bisschen, dass er Ansätze hat, ansonsten wirkt die Mannschaft wirklich völlig ideenlos, ohne Hierarchie. Ich habe in der Halbzeit Hansi und Yogi am Nivea-Stand getroffen und die meinten im Übrigen das Gleiche. Ja, ansonsten Samstagnachmittag, Gladbach verliert zu Hause 4-0 gegen die Eintracht, zu meinem Leidwesen natürlich. Ja, und dann abends noch das Spitzenspiel, Bayern gegen Bremen. Gar nicht so viel los eigentlich, Schlesburg-Beckenbauer feiert seinen 65. mit all seinen Kindern. Nee, ödes Spiel insgesamt. Tim Wieses Frisur wird immer seriöser, muss ich sagen. Der stolze Mitchell durfte mal wieder mitmachen. Für 20 Minuten, aber immerhin. Und Kempter pfeift wieder. Naja, sein Bruder und auch nur Anna Lilia. Aber immerhin. Ja, das war so mein Spieltag-Roundup. Grüße nach Australien. Und hier in Hamburg sind sie schon alle im Derby-Fieber. Also sieh zu, dass du heil zurückkommst. Und bring mir doch mal so ein Didgeridoo mit, ja? Ja, wir fragen uns natürlich auch, wie das Debüt von Mauro Camoranesi beim VfB Stuttgart so gelaufen ist. Es ist ja schon interessant, dass immer mehr Weltstars in die Bundesliga kommen. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Und woran liegt das deiner Meinung nach? Am Standort Deutschland. Ich habe gehört, wir haben unseren Italien-Korrespondenten auf ihn angesetzt. Und schauen mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, vielen Dank, liebe Leute. Ich bin in Bad Cannstatt am VfB-Trainingsgelände und ich treffe ihn gleich, den Weltmeister von 2006, Mauro Camoranesi, spektakulärer Neuzugang beim VfB. Und ich glaube, er ist im Moment noch einkaufen, aber ich hoffe, ihn gleich zu treffen. Es ist sein erstes Exklusivinterview zu seinen Eindrücken in der Bundesliga. Mauro, ah, spaghetti, eh? Sì, Mauro è invece l'olio e carne e come fa la ciclata? No, tutto questo è potevo springere a una nuova situazione qua per lì. Ah, intervista lì che ti ho invitato, aspetta di farti. Che le no? E si calabria l'acio. I bianco e neri infatti escondo questa situazione per parte riaccado. Ah sì, ah, mille grazie Moro, eh? Grazie. Grazie. Sì.